So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich habe gestern schon was aufgenommen, da wollte ich die Doritos Flaming Hot testen und ich wollte nicht nur die alleine testen, weil das wäre zu langweilig. Ich habe sie antreten lassen gegen ein paar Sriracha Ringe aus dem Action. Ich bin durch den Action gelaufen, ich weiß nicht, ob ihr den Laden kennt. Da sehe ich so eine große Tüte, Sriracha Ringe und dachte, das ist so genial, Sriracha Soße Flying Goose, das muss doch schmecken, ne? Hab die dann probiert, war mega enttäuscht. Das kann ich hier nochmal zeigen, wie das abgelaufen ist. Und das sind Sriracha Rings. Also, wir haben Sriracha Ringe, die habe ich im Action gefunden. Da habt ihr hier schön Chilischoten drauf. Ringe, wie man es kennt, von Chio, diese Western-Sachen. Hier steht Kartoffelchips mit Sriracha-Gewürzmischung. Das ist eigentlich auch schon alles, was da drauf steht. 9,24, das ist jetzt hier angelangt, okay. Wir machen also mal das Tütchen auf und haben dann hier große, weiße, fluffige Ringe, die wir uns in den Mund stecken. Und die irgendwie nach Banane schmecken gerade. Hä, was ist das denn? Das schmeckt gerade, als würde ich ein Bananenbrot essen. Das Gute ist, du kannst mit dem Finger so in die Tüte und hast sie dann direkt hier an der Hand. Adi, willst du auch einen? Adi, guck. So, und wenn der Adi die essen kann, dann sind die wirklich nicht scharf. Ich muss sagen, die haben trotzdem irgendwie eine süßliche Note. Einen süßlichen Touch und ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, weil Sriracha Ringe, dachte ich, das wird richtig cool, aber naja, passt auch irgendwie geschmacklich nicht so, muss ich sagen. Dann habe ich mich gefreut aber auf die Doritos, weil ich mir schon dachte, dass die Doritos natürlich schärfer sind, ist eine neue Sorte, ist Flaming Hot. Ich glaube, das sind so Sachen, die findest du sonst halt nur in Amerika und wir sind froh, dass sie immer mehr hier rüber shippen zu uns, ihr das nicht so teuer kaufen müsst und importieren lassen müsst, meine ich, sondern ihr jetzt auch hier mal solche besonderen leckeren Sorten habt. Da war ich erst begeistert, aber dann auch enttäuscht, weil die haben so richtig pappig geschmeckt auf einmal und dann habe ich gesehen, dass die Verpackung schon beschädigt war. Da waren so kleine Kratzer und Bissspuren dran. Und ich weiß genau, wenn irgendwo so eine Tüte rumliegt, geht der Adi immer ran und frisst an der Tüte rum oder hackelt rein oder macht sonst was damit. Da ist schon die ganze Luft raus und die ganze Frische raus. Und so waren die gar nicht mehr so gut, wie die hätten sein können. Und ich habe mir gedacht, ich lasse mich nicht lumpen. Ich blende das zwar gleich ein, wie ich es gestern kurz mal probiert habe, aber ich gehe los und kaufe mir einfach eine neue, frische Packung Doritos und werde die jetzt einfach nochmal probieren, wenn die frisch aufgemacht sind, ohne Löcher drin und mit super Geschmack dran. Erstmal kurz die gestern Einblendung. So, was ist jetzt hier? Doritos Flaming Hot. Ich suche wieder was Deutsches. Also Referenzmenge, nee, das ist egal. Wo ist hier Deutsch hier drüben? Maischips mit sehr scharfem Geschmack. Wodurch kommt jetzt aber der sehr scharfe Geschmack? Mais, Rapsöl, Rosmarin, Ascorbinsäure, Zucker, Aromen, Knoblauchpulver, Salz, Zwiebelpulver, geräuchertes Paprikapulver, Jalapeno-Pulver, Gemüsekonzentrat, Farbstoffe, Gewürze, Kräuter, geräuchertes Sonnenblumenöl und geräuchertes Maltodextrin. Das ist also Jalapeno, das Schärfste, was da drin ist, sind es also Jalapeno-Chips. Doritos Flaming Hot. Wir machen es mal auf. Die sind von der Konsistenz hoffentlich besser, weil die härter sind. Und von der Schärfe hoffentlich auch besser. Nee, Adi, das ist nichts für dich. Das ist das Dorito. Guckst dir an, Dorito, richtig mit grünen Punkten. Na toll. Jetzt habe ich mich gewundert, wieso die so pappig schmecken. So richtig alt und abgestanden. Aber hier in der Packung, da sind schon wieder Bissspuren oder Krallen drin. Das heißt, da war schon wieder eine Katze dran, als es im Regal wohl gelegen hat. Da hat die Katze da dran rumgehackelt.
dann ist jetzt die ganze Frische aus der Tüte rausgegangen. So sind die nicht mehr frisch und knusprig, die sind jetzt schon wieder alt und babbig. Mann! Seht ihr das? Kaum fest man die Doritos Tüte an, kommt der Adi schon wieder angelaufen, als wüsste er genau, was hier los ist und sagt, hä, habe ich die nicht kaputt gemacht? Wieso hat denn der jetzt wieder eine? So läuft das diesmal nicht ab. Wir werden die jetzt behutsamer öffnen. Ich freue mich drauf. Doritos Flaming Hot. Es steht ja auch hinten drauf. Maischip mit sehr scharfen Geschmack. Und was mir gar nicht aufgefallen ist oder was ich gestern gar nicht dazu gesagt habe, ich glaube, das ist einfach die deutlich bessere, leckerere, gesündere, schärfere und günstigere Alternative zu Takis. Alle Leute sind hier auf diesem Taki-Trip, Takis hier, Taki da, beziehungsweise, ich glaube, der Hype ist schon wieder vorbei, kein Schwein interessiert sich mehr für Takis, aber wenn du für Takis hier 3, 4, 5, 6, 7, 8 Euro bezahlt hast für eine Tüte, um ein bisschen was maisartig Knuspriges zu haben, was Schärfe haben soll, aber auch noch so einen betörenden Limette-Geschmack hatte und dann warst du der King of the Street, das hat sich echt nicht gelohnt, denn das sind ja auch Maischips, ist also die gleiche Konsistenz. Die Flaming Hot sind scharf, ich finde wirklich, dass die schärfer sind wie die meisten Takis-Sorten. Und was mir gestern gar nicht so bewusst war, ich habe das dann, als ich die restliche Tüte gegessen habe, gemerkt, da ist auch ein leichter Limettengeschmack mit drin. Bei Takis hast du meistens den Limettengeschmack so extrem, so übertrieben, so penetrant, dass du das eigentlich gar nicht essen willst und das eklig ist, weil du von der Schärfe und von den Chips, von dem Ganzen gar nichts mehr merkst und es einfach nur schmeckt, als würdest du die ganze Zeit in eine saure Zitrone beißen. Das hast du hier nicht. Hier ist der Geschmack von der Limette ganz dezent gesetzt, ganz unscheinbar, trotzdem da, aber die Schärfe und der Restgeschmack steht im Vordergrund. Wir machen die jetzt deswegen nochmal auf. Die sind auch nicht so teuer. Diese Tüte hat 1,49 Euro gekostet. Ja, es ist eine kleine Tüte, ja, ist nicht viel drin, aber es sind Doritos und es ist eine besondere Sorte. Und für eine Tüte Takis von der Größe müsstet ihr schon mindestens 3 Euro oder so bezahlen. Deswegen sind die Doritos auf jeden Fall günstiger. Guckt euch die auch an. Da sind auch hier richtig fette schwarze Punkte drin. Wir probieren den jetzt mal live aus der Tüte. Du merkst schön, das Pulver auf dem Maischip, der ist mega knusprig, es breitet sich direkt aus, das Pulverige geht ja noch in den Hals, legt sich da an, staubig, es brennt im Mund, es brennt im Rachen, es brennt überall, das Pappige ist nicht da wie gestern, es bleibt einfach knusprig, es bleibt lecker, es ist einfach richtig genial und die sind dadurch jetzt auch noch schärfer, weil die schön frisch sind und nicht so ausgetrocknet. Deswegen ist das aber auch nichts für Adi. Adi, nein, die sind zu scharf. Ihr merkt die leichte Limette-Note. Aber ihr merkt ganz viel scharf und ihr merkt ganz viel knusprig und lecker. Und deswegen würde ich sagen, Doritos sind besser als Takis. Sind schärfer als Takis. Sind günstiger als Takis. Gönnt euch Doritos Flaming Hot, wenn ihr die seht. Das Einzige, was schlimmer ist als Takis, sind diese Sriracha-Ringe aus dem Action. Also wenn ihr die seht, kauft die nicht. Kauft die und schmeißt sie mit der Tüte weg. Macht Videos davon, um zu zeigen, dass man die nicht kaufen soll. Ansonsten war es das jetzt. Von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und euer Adi-Schatz. Adi-Schatz, alles Gute. Doritos! Doritos!